Hallo und herzlich willkommen hier zum Part 3. Ja. Tag 5. Tag 5, hier genannt. Wir werden mal sehen, wo es heute hier weitergeht. Ja, letzte Aufnahme war der Daniel ein bisschen leiser. Aber das werden wir jetzt wahrscheinlich schon gelöst haben, das Problem. Also, verstanden haben wir ihn ja trotzdem, ne? Ja, genau. So. Wir müssen wieder hoch. Hoch ins Kaminzimmer. Ist auch ein bisschen blöd, dass man immer wieder bei der gleichen Stelle rauskommt, oder? Ja, das ist ein bisschen doof gemacht, aber da, was soll's. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet im Kaminzimmer. So, bis jetzt ist ja noch Tag hier. Haben wir hier irgendwas noch? Streichhölzer, die können wir mitnehmen. Machen wir hier mal das Licht an. Hab die gleiche Vermutung, dass es gleich wieder dunkel wird hier. Ja, das geht ja relativ schnell hier, wo ein Nahrung vorgegeben ist. Haben wir hier einen Schlüssel gefunden? Nee, ja. Nein, ich glaube nicht. Jedenfalls der Kamin aus. Und tickt. Streichhölzer gibt es auch genug. Wenn wir mal gucken, vielleicht kommen wir jetzt irgendwie in ein anderes Zimmer rein. Noch alles zu. Wenn wir mal glatt gucken, ob unten mal jetzt die Tür aufgeht. Wir haben noch zwei Schlüssel, also muss ja irgendwo mal eine Tür aufgehen. Oh, wünscht sich ja. Aber irgendwie. Schauen wir mal, ob das wirklich so wird. Und so sind wir auf jeden Fall mal wieder. Das kann doch nicht ganz sein hier. Oha. Ja, jetzt hatte ich gerade ein bisschen Schwein gehabt. Jetzt war ich Schwerter in einen Schlüssel runtergefallen. Ist das nicht ein Traum? Hätten wir dort gestanden, sähe es jetzt anders aus. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt schon stehen geblieben wäre? Wer schon jetzt tot? Die Frage stellen wir uns lieber jetzt nicht mehr, weil zum Glück standen wir nicht dort. Nee, jetzt gehe ich mal glatt hier. Den Zimmer. Und hier ist mal geschlossen. Drei Schlüssel und keiner passt. Da passt er. Wo geht's jetzt hin? Wird ja immer extremer hier, verfickter Mist. In einem dunklen Raum im nächsten. Ah, ja. Licht ist auch nicht wirklich hilfreich. Gut, hier vielleicht ein bisschen. Ah, ein Schlüssel. Kriegt man hier noch mit. Nimm mal am besten den Topf mit hier. Als Selbstverteidigung. Das wäre das günstigste. Aber kann man ja wieder mal nicht. Oha. Oha. Doppelstockbett. Quietsche-Entchen im Schrank und ein Schlüssel. So muss es sein, ja. Boah. Ganz schön grell die Kerze, aber hilfreich. Schauen wir mal. Es gab ein leichtes Gewitter. Es kann einem schon unheimlich sein in diesem großen Haus. Oh ja, ganz allein in diesem Riesenhaus und dann ein Gewitter. So, wir kommen wohl klar gerade in Tag 6. Also ist ein bisschen komisch gemacht, aber vielleicht ist das so gewollt. Wer weiß, auf jeden Fall vergehen die Tage wie im Flug. Tag 6. Ich laufe auch ein bisschen schwerfällig. Aber wir kommen den Rätsel schon näher. Sind die Schwerter weg? Für mich. Und jetzt schon wieder. So, ich glaube hier drinnen war noch. Nee. Besenkammer. Ich glaube hier war noch eine Tür. Genau, hier bei so einem Creature Engine. Wollen wir da nicht reinkommen?
Aber wir haben ja jetzt wieder zwei Schlüssel gefunden. Könnten wir jetzt mal glatt versuchen, ob hier draußen irgendwie eine andere Tür aufgeht. Ja, schauen wir mal. Was? Das ist das Geheimnis der Schlüsselsuche hier. Nee, und wieder nicht. Tja, dann müssen wir wohl doch wieder runterschauen. Komisch, komisch, komisch. Sehr mysteriös. Es ist ein Rennen durch die Gänge hier. So, hier auch nicht. Hier auch nicht. Und das Gewitter. Gewitter, schon mal kein gutes Zeichen. Weil. Uhr noch zu. Ich glaube, unten gab es noch eine Tür, die ganz zu war. Ja, müsste hier unten noch eine sein. Und hinterm Haus war ja auch noch eine Tür, die verschlossen ist. Auch bei dem Wetter jetzt da rausgehen, naja. Okay. Ja, das ist unser kleinstes Problem, würde ich sagen, hier. Wir haben ja schon den Geist reingelassen, also können ja bei Gewitter auch draußen rumrennen. Oha, Kinder. Siehst du? Ich habe nämlich im vorigen Part gesagt, ich habe Kinder gehört. Da waren sie wieder. Muss doch irgendwas sein. Es flackert zumindest. Kinderlachen, Gewitter, eine flackernde Lampe. Ja. Das verheißt schon mal nichts Gutes. Aber wir lassen uns ja gerne überraschen hier. Ich glaube, man will ja mal, dass wir hier richtig sind. Da war wieder dieses Psst. Aber wer hat Psst gemacht? Das war ein Andocken. Gute Frage. Wir haben zwei Schlüssel. Und mehrere Türen, die immer noch verschlossen sind. Mysteriös, mysteriös. Sehr mysteriös. Vielleicht passt er ja hier. Nee, auch passt nicht. Auch nicht. Okay. Fuck! Ich glaube, wir sind in Gefahr. Rausgehen oder lieber nicht rausgehen, das ist hier die Frage. Bevor ich für das einen Angriff nehme, gucke ich lieber erstmal hier drin, machen wir nach. Das rückt zu. Dieser halbleere Raum. Na, wo könnte jetzt mal das Rätsel sein hier? Ich bin mir fast sicher, das ist oben. Dann schauen wir einfach nochmal hoch. Weil unten haben wir alles nachgeguckt und das war ja nicht. Wie gesagt, es
könnte hier oben weitergehen. Es könnte aber auch die Hintertür sein. Draußen. Wer weiß. Auf jeden Fall waren da Flecken an der Wand. Licht ein. Wir schleichen ganz schön hier rum, also irgendwas. Ah. Das kann theoretisch nicht ich sein, weil ich habe bestimmt kein Kleid an. Ja, wer weiß. Vor uns hatten wir auch noch keinen Schatten. Und der Schatten bewegt sich nicht. Jetzt steht der Schatten dort. Wir wollen uns rumdrehen. Aber da ist auch nichts. Wo kommt der Schatten her? Naja, solange der Schatten dort stehen bleibt, ist ja alles gut. Wenn er uns jetzt verfolgen würde, wäre es schlimmer. Aber ich will es mal nicht beschreien. Ich mache jetzt mal hier das Licht aus. Der Schatten hat sich... Ich glaube, wir haben ein Problem. Kann es sein, dass ich eben ein Lachen von der Schaukel im Garten gehört habe? Aha, der Garten. Ja, also ich glaube, ihr habt auch nichts dagegen, wenn ich hier diesen Raum jetzt verlasse und mal in den Garten gehe, weil er hat mir ja gerade gesagt, da war ein... Kinderlachen von der Schaukel. Ja. Wollen wir wirklich dahinter schauen? Wir sind mal mutig, wir gucken mal. Schaukeln bei Regenwetter, naja. Da stand gerade eine Alte mit Kleid und hat da nur der Schatten da, also wundert ihr nichts. Ja. Richtig. Da ist der Regen, das kleinste Problem. Wir gucken jetzt mal nach, ob die Schaukeln noch schaukeln. Ja, und ich laufe sehr mühselig. Ja, irgendwie. Als würde mich was irgendwas zurückhalten. Von Tag zu Tag schwerfälliger. Oh, da war ein Geräusch. Und es hat aufgehört zu regnen mit einmal. Wie auf Knopfdruck hört der Regen auf. Und fängt wieder an. Ja, gut. Ja, scheinbar ist ja nicht überall zu viel hier. Nee, stört hier. Jetzt könnten wir ja vielleicht mal an die Hintertür gucken, wo wir gerade draußen sind. Eh mal nass, von daher. Bei so Hitz. Vogelscheuche steht auch noch. Also wenn sie nicht mal stehen würde, würde ich mir Gedanken machen. So, hier kommen wir runter, noch schnell. Nicht. Wow. Grimmig, grimmig, Dad. Da gab es mal so einen Horrorfilm. Da gab es nämlich auch so viel. Ich weiß auch nicht welcher. Das war. Naja, der schaut ziemlich grimmig, aber was soll's. Ja, ich glaube, das war bloß eine Ablenkung. Wir müssen bestimmt da rein. Da hier vorne lang. Mal drin schauen, was jetzt passiert ist. Weil der Schatten ist ja bestimmt nicht ohne Grund da. Wer weiß, wer weiß. Irgendwas drum, vielleicht ein Schlüssel. Nee, nur eine kaputte Schaukel. Aber das eine Kind wird doch ein bisschen schwerer. Schauen wir doch mal. So, hier ist nichts. Das Licht ist auch noch an im Haus drin. Das ist gut gemacht. Jetzt bleiben wir hier noch am Stein hängen.
einen fetten Arsch. Glück, das nimmt er wieder. So, werden wir das gleich nochmal auswerten da oben. Schauen, ob der Schatten noch da steht. Oder vielleicht woanders jetzt uns erwartet. Ich mache das nicht gleich. Schatten haben. Ja, die ist weg. Die alte Knusperhexe ist weg. Ja, sag das nicht so laut, ist weg. Wer weiß, wo die uns jetzt erschreckt. Die Blöde. Diese Eule. Uhu. Habe ich an der Schaukel vielleicht was übersehen? Die Schaukel, also mit der Schaukel hat er's. Also haben wir da bestimmt irgendwie einen Schlüssel übersehen. Bin mir da fast sicher. Wo wir dann bestimmt hier reinkommen. Also müssen wir jetzt nochmal zur Schaukel. Haben wir was an der Schaukel übersehen? Das könnte sein. Wer weiß, vielleicht erwartet uns ja jetzt diese alle Hexe schaukeln. Das wär's natürlich. Also wie gesagt, für Schwangere und Leute mit schwachen Nerven ist das Spiel nichts. Und gleich mal so klarstellen. So, jetzt rennen wir wieder ins Haus. Und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie einen Schlüssel liegen haben oder so. Ja, was irgendwas hat die Schaukel an sich. Haben wir hier irgendwas übersehen? Ach, da lag aber vorher nicht da, kann die knicken. Nee, lag vor uns nicht. Den hätte ich nämlich gesehen. Wenn ihr euch nicht so sicher seid, dann macht ihr nochmal kurz vorspulen. Ja, dann seht ihr, dass da nichts war. Ja, so, jetzt haben wir wieder drei Schlüssel. Und keine Tür. Und viele Türen, die verschlossen sind. Keine Tür, wo der Schlüssel passt. Oder finden wir vielleicht jetzt mal wieder eine Tür? Dieses Ding da oben, das sieht aus. Das sieht übelst aus, ne? So. Also wie man freiwillig in diesem Haus bleiben will, kann, soll. Also mir war eigentlich das Rätsel egal, ich würde mich eigentlich nur noch verbissen. Irgendwo verkriechen oder so, ja. Hauptsache weg hier. Spukhaus. Oh. Ja, gerade eben haben wir es gesagt. Ei, da ist das Kleid, was wir vor uns gesehen haben. Oder ist es das nicht? Bin mir nicht sicher. Genau das. So. Was sagt uns dieses Zimmer? Ich glaube nicht nur ein paar Batterien. Ach. Ein Schlüssel und ja, sonst leider nicht. So, jetzt versuche ich nämlich mal eine andere Tür wieder aufzubekommen. Ich bin der Warmer, ja. So. Hallo. Kann das sein, dass die Nacht ein bisschen länger geht, Jill? Ja, es geht schon ein bisschen länger. Aber wer weiß, wie lange noch. So, hier kommen wir nicht rein. In diesem Spukhaus bei dem Gewitter ist ja alles möglich.
müssten wir ja theoretisch mal draußen mal die Tür aufkriechen oder so. Aber hier drinnen sind wir noch nicht, ja. Die Hammer. So, auch nicht da. Nee. Hier war aber Öl. Hier war aber Öl. War da drin noch nicht? Ach ja, da war ja noch eine Öl. Nee, dann war, wenn, dann war die unten. So, oder? Nee. Nee, hier oben, oben. Aber also nicht. Immer noch verschlossen. Aber nö. Ah. Da sitzt was. Was ist das? Ich möchte es nicht wissen. Sieht irgendwie von Weitem aus wie ein Clown oder so. Ja. Mein Gott, warum sitzt dort ein Clown? Also jemand, der eine Faustotomie hat hier mit so einem Scheiß. Okay. Aber warum habe ich jetzt die Scheißvermutung, dass da mich gleich anspringt? Entweder der springt uns an oder ist gleich weg, wenn wir weiterlaufen. So da. Ich trau dir nicht! Tja, wartet, bis wir im nächsten Zimmer sind. Ha, Clowns sollte man nie trauen. Nein! Tja. Auf jeden Fall wieder Batterien. Bevor ich das mache, muss ich aber erstmal. Noch sitzt er. Ich trau den nicht. So, was haben wir jetzt so Schönes, was wir gleich aufsammeln können? Ein Brief und wir fahren mit denen. Oh mein Gott. Oh, oh. Ein kaputter Fernseher. Also. Ah, moin. Gut, was jetzt noch? Sicher, sicher. Ich hab mich gerade mit Lanzar, weißt du? Clown, Fernseher. Ja. Linda wurde nachts wieder von Geräuschen im Haus wach. Allerdings habe ich sie dieses Mal auch sehr deutlich gehört. Ja, also diese Geräusche haben wir auch schon sehr deutlich gehört. So, meine Lieben, würde ich jetzt sagen, war das der Part 3 und wir sehen uns dann in Part 4 wieder. Mit Tag 7. Ja. Mal schauen, was passiert. Ciao, ciao. Ciao.